Wer Natur liebt und die Nähe zu einer Großstadt schätzt, der findet in Stuttgart-Botnang gute Bedingungen vor. Botnang ist nahezu komplett von Wald umgeben und befindet sich rund 3 Kilometer westlich des Stuttgarter Stadtkerns. Dieser ist in etwa 10 Minuten mit der Stadtbahn zu erreichen. Botnang wirkt im Kern fast dörflich, zählt aber ca. 13.000 Einwohner und ist durch die zahlreichen Hochhäuser fast so dicht besiedelt wie die Stadtmitte Stuttgarts. Funde von Tonschalen und Töpferwerkzeugen lassen auf eine frühe Besiedlung des Gebietes schließen. Nahe des Feuerbachs befand sich demnach im 2. Jahrhundert eine Töpfersiedlung der Römer. Botnang war wegen der Nähe zu Wasser und Holz lange bekannt als das Dorf der Wäscher und Bleicher. Zu Beginn der Industrialisierung wandelte sich der Ort aber mehr und mehr zu einer Arbeitersiedlung. Obwohl das Ortswappen einen Keiler zwischen zwei Buchen zeigt, ist das eigentliche Wahrzeichen Botnangs der Kuckuck. Dies basiert auf einer alten Legende, wonach der Herzog von Württemberg sich von den Bewohnern ein Kuckucksnest bringen lassen wollte. Daran erinnern heute der Kuckucksbrunnen in Form eines Kuckuckseis und der Kuckucksweg. Der Kuckucksweg ist ein etwa 10 Kilometer langer Themenwanderweg durch den Wald rund um Botnang. Am Wegesrand erfahren die Wanderer viel über Natur und die Geschichte des Ortes. Ein gerne genutzter Rastplatz ist das Botnanger Kneippbecken. Besonders an heißen Tagen ist es eine willkommene Erfrischung für Wanderer und Fahrradfahrer. Anstelle der heutigen Auferstehungskirche stand bis zum Zweiten Weltkrieg die alte Dorfkirche aus dem 15. Jahrhundert. Diese wurde bei einem Luftangriff fast völlig zerstört. In den 50er Jahren wurde schließlich auf den Grundmauern die evangelische Auferstehungskirche erbaut. Die Straße, die direkt an die Kirche angrenzt, wurde 2006 zur Pilgerstätte für Fußballfans und Fernsehteams aus ganz Deutschland. Grund dafür war die Bäckerei Klinsmann, welche von der Familie des damaligen Bundestrainers Jürgen Klinsmann betrieben wurde. Er selbst schloss hier sogar in den 80er Jahren seine Bäckerlehre ab. Auch Kulturliebhaber kommen in Botnang auf ihre Kosten. Das Café Intus in der Ortsmitte bietet ein breit gefächertes Kulturprogramm aus Konzerten, Buchvorlesungen, Comedyabenden und vielem mehr. Sogar einige Bekanntheiten, wie zum Beispiel Angelo Kelly und Fool's Garden, spielten bereits im Intus. Die pädagogisch betreute Robinson-Jugendfarm ist für die Kinder in Botnang gar nicht mehr wegzudenken. Sie bietet neben Schafen, Ziegen, Hühnern, Hasen und anderen Tieren einen natürlichen Spielraum. Handwerkliches Geschick beim Holzhüttenbau, verantwortungsbewusster Umgang mit Tieren und Teamgeist bei Gemeinschaftsaktivitäten stehen hier im Vordergrund. Botnang bietet zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Jung und Alt. Die vielfältige Vereinslandschaft, die Familienfreundlichkeit und die Nähe zur Innenstadt inmitten der idyllischen Natur machen Botnang zu einem der beliebtesten Wohnorte Stuttgarts.